Das ist natürlich ein Zeichen. Ich logge gerade ein ins Game. Es ist 21 Uhr. Das heißt, wir gehen direkt zum Spot, wo ich die Trophy Amurwels gefangen habe. Also, rennen wir los. Direkt hier den Fluss runter. Und zwar erstmal direkt straight up. So, nach ganz unten. Den kompletten Weg quasi runter. Fast bis zum Ende der Map. Und an der Stelle läuft seit ein paar Tagen wirklich gut der Amurwels. Und zwar, tja, bis hin zur Trophy. In den Rekorden sind häufig zu sehen die Maggots als Köder. Und diese verwenden wir natürlich auch. Beziehungsweise ich hatte meine Trophy dann auf einen grünen Schaumgummi gefangen. Und wir gucken uns das Ganze gleich mal eben an. So, da sind wir hier schon am Baum, noch ein paar Meter weiter. Und hier, genau, hier fängt das Grünzeug an. Und hier geht das quasi los. Ich mache mal ein bisschen Ingame-Sound noch, so. Und dann rein hier in das gesamte Setup. Ja, ist sogar noch so zusammengebaut. 1-0er Haken, 13,8er Fluorocarbon komplett. Und dann einfach locker flockig rausgeschmissen das Ganze. Jawohl, Happy Hour geht los. Und dann kurbeln wir hier locker durch. Und müssen jetzt natürlich gucken, dass wir hier in die Jig-Führung kommen. Und da müssen wir einfach sehen, wie das am besten läuft. Also manchmal geht es eben mit kleinen, schnellen Umdrehungen. Und manchmal geht es eben auch besser, wenn wir einfach ein bisschen langsamer ziehen. Das heißt, der Jig macht dann einfach nur eine kleinere Bewegung, einen kleineren Hüpfer. Und wir kommen dann vielleicht ein bisschen besser rein. Jetzt muss ich ein bisschen rumprobieren. So, na guck. Bei einer 30er Umdrehung. Wobei, ich habe jetzt hier 30er mit Shift. Also leichte Umdrehung. Bisschen abwarten. Zack, da kommt der Biss. Sehr schön. Natürlich gibt es auch ein paar Beifänger. Es gab ein paar Quappen zum Beispiel als Beifänger. Amurwels, da ist er doch schon, der Erste. Noch ein kleiner. Die Trophy, die zieht tatsächlich ein bisschen ab. 6 Kilo war das Ding schwer. Ich gucke gerade nochmal eben rein. Wöchentliche Rekorde Amurwels. Na, da wurden schon einige mehr wieder gefangen. Also so gerade noch drin. Guck mal hier, Quarktasche auch mit dabei. Sehr schön. Also, die dicken Dingers gehen rein. Und hauptsächlich eben wohl auf dem Maggot gefangen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass vieles andere auch grünlich als Gummiköder vielleicht auch funktioniert. Also sowas wie einen Quicker einfach mal auch testen. Oder auch, ja, wie gesagt, die verschiedensten grünen Kunstköder einfach, ne? Also ich denke schon, dass da auch irgendwie andere Köder noch gut funktionieren. Vielleicht auch mit dem Blinker mal testen. Durchaus ja eine Option. Die Dinger sind ja auch zum Beispiel letzte Woche sehr gut reingegangen. Immer mal wieder nebenbei beim Dryagin-Saibling angeln. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Na, hier war jetzt nichts, oder? So ganz nah. Wobei an den anderen Stellen, ganz oben am Anleger an der einen Stelle, da sind die auch mal ganz nah vorne reingeschossen. Ich ziehe einfach mal weiter durch. Aber die meisten sind eben hinten reingegangen. Ne? Also wirklich da hinten in diesem Bereich. Wir nehmen nochmal hier den Maggot. GG, einfach hier der Maggot 4005. Und wieder richtig schön weit raus. Absinken lassen das Ganze. So, und dann gucken. Es ist immer so ein bisschen tricky. Man muss es halt hinkriegen, dass man eben mit der Strömung oder seitlich zur Strömung richtig schön in die Jig-Führung reinkommt. Das ist, glaube ich, die größte Challenge hier, dass man da gut in den Jig reinkommt. Und wenn das läuft, wenn man hier richtig schön, also gerade hinten im mittleren Bereich des Gewässers, wenn man da dann wirklich gut in die Strömung oder in der Strömung jiggen kann, dann zack, dann kommen auch eben die Brocken hier rein. Zwischendurch gehen aber auch mal Saiblinge rein oder Quappen. Also das sind eben so die Beifänger. Da haben wir schon die Quappe. Siehst du mal. Also das passiert auch. Ich werfe mal so ein bisschen mehr mit. Also gegen die Strömung, damit ich jetzt mehr mit der Strömung ziehen kann.
So, vielleicht klappt das jetzt besser. Oder muss ich da schneller? Ich gehe mal auf eine 40. Jawohl. Also, wie gesagt, immer mit der Strömung natürlich dann wieder ein bisschen schneller, dass man da auch wieder richtig gut in diese Jig-Führung reinkommt. Und dann locker durchziehen. Joa, für mich war das Trophy Nummer 95 endlich abgehakt. Den Amur-Wels nach langer, langer Zeit. Vorgestern war das schon. Das heißt, auf jeden Fall schnell noch testen den Spot, solange das noch funktioniert. Man weiß ja immer nicht, wie lange so ein Spot läuft. Und gerade wenn die so ein bisschen untypisch oder verschollen sind, das ist ja keine so ganz populäre Stelle hier. Also hier in dem Bereich sind wir. Und ich denke mal, wenn man hier so in die Area wirft, ist das, glaube ich, schon ganz gut. Also ich peile das nochmal eben an. Vielleicht haben wir da hinten den Baum hier, dass wir den als Richtung nehmen. Ja, das passt doch ganz gut. Und dann mächtig raus damit. Zack. Na guck. Also einfach gerade nochmal getestet, ob es nicht auch möglich wäre, einfach mal von der anderen Seite aus zu jiggen. Das heißt also, die gleiche Area nochmal angeworfen, aber aus einem anderen Winkel. Das heißt, ich bin den Fluss ein bisschen weiter hochgegangen, konnte jetzt quasi gegen die Strömung jiggen und es war direkt etwas einfacher. Nächste Amur-Wels 1,4 Kilo, also deutlich angenehmer. Das heißt, wir haben mal eben den Winkel jetzt ein bisschen verschoben, von hier nach da geworfen zu hier nach da geworfen. Und ja, deutlich angenehmer, deutlich leichter hier eben in die Jig-Führung reinzukommen und dementsprechend, ja, direkt halt auch der Einschlag hier auf den Amur. Also wichtig, dass wir die Area treffen, dass wir da in diesen Bereich reinkommen, vor diesem, was haben wir hier, vor dem 17 Meter Loch, dass wir da schön reinkommen und dass wir dann hier eben durchjiggen können. So soll das natürlich. Und jetzt eben auch hier gerade relativ langsam unterwegs. 25er, zack, und der nächste kleine. 25er, 1-0 Geschwindigkeit gerade nur. Aber so kann sich das doch sehen lassen. Joa, so und so ähnlich. Ich ziehe jetzt hier ein bisschen weiter durch. So, nochmal weiter raus. Denn Amur-Wels lohnt sich eben auch kohlemäßig. Richtig, richtig gut. Es sind auch immer mal wieder Kaffeeaufträge drin. Testen wir mal jetzt hier nochmal so auf einer... Machen wir mal ruhig die 35. So. Alter, da geht doch nochmal einer rein hier mit Bremse oder was? Nee, ne? Oder ist es eine große Quappe? Ganz locker, ganz langsam hier vorne im Nahbereich. Alter, komm ran hier. Nee, das ist nochmal ein großer. Immerhin 2 Kilo. Oha. Oha, da geht nochmal was ganz Großes rein. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob das nochmal eine Amur-Wels ist. Oder, eieiei, mit Kopfschlägen. Oder vielleicht eher einen Timen auf dem Jig. Alter Falter. Der hat auf jeden Fall richtig Bock. Oder vielleicht eine richtig große Quappe. Das wäre es natürlich, ey. 10 Kilo Quappe oder sowas. Alter Falter. Komm mal ran hier. Oha. Der hat richtig Bock, ey. Hart am Limit. Alter, jetzt bin ich ja gespannt, ey. Oh, der ist aber kaum zu halten. Warte mal. Zumindest hält er gut dagegen. Komm ran hier. Komm, 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 komm. Ich will nicht noch weiter hochmachen, die Bremse. Denn ich bin schon am Limit und es waren gerade so ein paar Kopfschläge dabei. Ich versuche mal mit der Strömung mehr zu ziehen. Jawohl, jetzt muss er hier mit der Strömung... Muss er gegen die Strömung quasi ankämpfen, wenn er weg will. Alter Falter, ey. Der hat richtig Bock. Und ist richtig schwer. So, komm, 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 komm. Nee, timen. Alter, den wollen wir natürlich nicht.
Und vor allem ist es halt nice, wenn man den endlich abschließen kann als Trophy. Von daher testen, 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 probiert euer Glück. Und toi, 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 zieht raus die Brocken. Petri, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin. Zack und der nächste.